Boah, wie ging das Lied nochmal? Boo, boo, Bumerang. Don't stop the music. Mit Pepper Woods. Ein Boomerang? Scheißgeschenk. Wow. Dankeschön, Katinka. Wenn du einen Boomerang wirfst, kommt er zu dir zurück. Das geht doch gar nicht. Katinka. Ta! Würde ich sofort wieder zurückgeben. Sofort Amazon anschreiben. Hier, mein Bumerang kommt nie zurück. Und vor allen Dingen, was ist denn das für ein Scheiß? Der Bumerang kann ja wenigstens eine Funktion eingebaut haben, dass wenn er irgendwo, würde ich habe es schon mal versucht, hat nicht funktioniert, in die Bank reingeworfen wurde, da wurde ich ja niedergeknüppelt. Ich dachte wenigstens, der Bumerang kommt mit Geld wieder zurück. Aber nee, war nichts drauf. Scheißteil. Habe ich direkt zurückgegeben, habe ich gesagt, hier Amazon, ich will mein Geld wieder zurückhaben. Der Bumerang funktioniert nicht. Ein Stern nur. Geht mal, sag sowas her. Ich sag doch, dass das nicht geht. Katinka. Schorsch, probier du's doch mal. Schorsch ist zu klein. Ja. Du musst ihn noch fester werfen. Was? Katinka. So vielleicht? Katinka. Ah! Entschuldigung. Bits. Keine Ahnung. Ich hab ihn. Katinka. Was hast du da? Das ist. Aber wisst ihr, was man mal für eine Challenge machen müsste? Man müsste eine ganze Kette um die ganze Welt machen. Und ich fange mit dem Wurf von Bumerang an. Der nächste, der den Bumerang fängt, muss den Bumerang dann weiterwerfen. Aber ist natürlich schwierig, weil wenn der Bumerang funktioniert, kommt der Bumerang ja wieder dann zu mir zurück, ne? Macht ja auch keinen Sinn. Das kann man ja dann mit dem Ball machen. Das macht irgendwie mehr Sinn. Das machen wir mit dem Ball. Was ist das? Ist doch eine geile Challenge, oder? Ich werfe jetzt den Ball, der nächste wirft den Ball noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und wir gucken einfach mal, wo der Ball landet. Ne? Vielleicht im Tor. Ne? Wir wissen es nicht. Ein Akkordeon. Ah, ja. Du musst ganz feste werfen, dann kommt er wieder zurück. Ja, so etwa? Mit mir als Kind auch gemacht. Sehr gut, Papa. Oh. Herr Woods, ich zeig Ihnen das mal. Schauen Sie her. Eins, drei, los! Passen Sie auf! Und wann kommt er? Ah, ja. Ein richtiges Vorlesebuch. Wow. Ein echtes Vorlesebuch? Ja, Pepper. Wow. Ein richtiges Vorlesebuch. Also die Mutter muss Pepper echt hassen, ne? Die muss die... Also ein Vorlesebuch. Also sorry. Da würde ich mich... Also wäre ich jetzt Pepper, würde ich mich zur Adoption freigeben. Würde ich sagen, hier, was würden Sie mir geben? Na, ich gebe Ihnen eine Insel. Ja, alles klar. Ich hab meine Koffer gepackt. Sie sind jetzt meine neue Mutter. Lesebuch. Wow. Ein echtes Vorlesebuch. Sogar zu faul zu sein, um seiner Tochter hier was vorzulesen. Sondern ein Vorlesebuch. Oh. Mama, deine Geschichte vorlesen? Ja, sogar morgen in der Spielgruppe. Mama Woods besucht die Spielgruppe. Das ist sehr aufregend für mich. Deshalb hören wir jetzt alle höflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um Wäsche waschen. Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kasper. Boah, Papa Wutz und Onkel Wutz sind eingeschlafen. Ich kann euch die Geschichte leider nicht vorlesen. Die ist nämlich noch beim C. Die ist noch beim C. Also es fehlen noch ein paar Buchstaben, ne? Ich bin stolz auf mich. Ich habe es dieses Jahr schon bis zum D geschafft, ne? Also, ich kann's. Langsam kann ich es. Wow. 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 Wollt ihr mitfahren? Nö. Nö, ich auch nicht. Okay, hüpf rein. Da sind sie weg. Sind sie tot. Anni, Donny. Oh. Wow. Hier unten ist es so bunt wie Matschepfütz. Und das sind diese Touristen, die mir auf den Sack gehen, die alles zerstören müssen. Die alles, gerade die ganzen Korallenriffe.
Ne? Die dann mit ihrem modernen U-Boot, ne? Die Schweine. Sorry, ne? Sorry für die Beleidigung, aber sind ja Schweine, kann ich ja nichts dafür. Ne? Wenn die dann mit ihrem modernen U-Boot dann runtertauchen und dann die ganzen Riffe kaputt machen. Nee, finde ich nicht schön, sowas. Finde ich nicht schön. Das sind Korallen. Korallen bestehen aus Koala. Und dieses Korallengebiet hier ist tausende Korallen lang. Wir nennen es das. Meine Arbeit ist es, die Korallen zu beschützen. Oh, die Box ist kaputt, ne? Wenn du in der Nähe bist von so einer Koralle. Wir dürfen nichts berühren. Guckt mal. Ja, ich bin Peppa Wutz. Das sind Klaufische. Klaufische? Die klauen. Die klauen dir alles weg, wollte ich gerade sagen. Guck doch mal da. Oh. Ich bin Peppa Wutz. Dann kommt er wieder zurück. So etwa. Sehr gut, Papa. Nix kann der Vater. Nix kann der Vater, weißt du? Niemand Bumerang werfen, ne? Selbst dafür ist er... Nee, halt da. Ne, nee, keine Ahnung. Scheiße, Mann. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst eure getragenen Unterhosen da, lasst Watchtime da und mich würde es mega, mega, mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Ja, haut da rein, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.